So, weiter geht's heute mit Need for Speed Rivals. Wir machen nochmal als Cop weiter. Aber ja, davor dann zweimal Racer gemacht haben, machen wir heute als Cop weiter. 1700.000 in einer einzigen Session, also wenn wir den Kriminalübertreffer müssen wir irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich bin gerade jetzt 201 Meter. Im Idealfall müssen wir einen Interceptor fahren. Hier. Dann fahren wir zuerst einen Interceptor, den müssen wir auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Kriegen wir schon hin. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Eigentlich war das ein Interceptor, den ich eigentlich geplant hatte. Verloren und nur nicht mit denen, jetzt da vorne. Ist der Junge. Zentrale, ich Kontakt zum 1044 verloren. Schließe mich dem anderen Einsatz an. Over. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Sichtkontakt zum Verdächtigen. Einheiten an meiner Position koordinieren. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigen Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Sehr lang. Vor, ja, da vorne ist ein Fünfer. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Auf Control, 1044 ist geflüchtet. Komm, lass dich mal vom Lager übertreffen, Kollege. Da vorne ist der Einser. Weitere Verdächtigen entdeckt. Gehe auf Code 3. Das ist einfach mit den scheißen Nägeln. Geh mal weg. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen.
Und die Nagelbänder, da wollte ich dich mitnehmen. Ist da oben lang? Verfolgung ab, er ist weg, Zentrale. Na, Roger, zurückziehen und Gebiet durchsuchen. Alle Einheiten, Achtung. Da ist der Vierer. Hab ich den? Ich werfe einen Nagelband. Scheiße. Jawohl, der ist durchgefahren. Haha, ich hab den Nagelband drin. Ich glaube, den hab ich auch nie mehr gekriegt. Scheiße, der Defensive Scheiß, ich hab wieder eingesetzt. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Alle ich breche hier ab, ich schon mal den Sprung. Alle Officers in der Nähe, bitte melden. Einflug 6, verfolgt Verdächtige. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Das ist ein Racer, aber der ist gerade relativ uninteressant. Mir geht es halt um den, erstmal um die Reparatur. Control, ich brauche Lufteinheiten. 30 ist auf dem Weg. Control, ist sicher Treffer am 1044. Gehe auf Tuchfühlung mit 1044. Achtung, zweiter 1044 in meinem Perimeter aufgetaucht. Nägel abgesetzt. Control, nachfolgende Einheiten, warm. Control, der Racer wird schneller. Verkehrspolizei von seiner Position. Fahrzeugschaden kritisch. Verdächtiger ist in Sichtweite, Code 3. Reparatur, jawohl. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Zentrale, Racer nicht mehr in Reichweite. Ziehe mich von Code 3 zurück. 10-4, Verfolgung beendet. Bleibt wachsam. Ich glaube, den habe ich schon mitgenommen, den Jungen. Na, das Gute, habe ich den noch, glaube ich, sogar mitgenommen.
ja 17.000, normalerweise kriege ich die. Zurück den Sprung. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. An alle Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Möglicher Code 3 Einsatz. Habe hier einen Raser auf Eastwood Rise. Ignoriert meine Lichtsignale. Alle Einheiten. Oh. Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. So kann ich jetzt eine Nummer machen. Verdächtigen Racer in meiner Nähe. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Scheiße. Ich muss jetzt irgendwie mal einen Schachsprung finden.
Alpha meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Na, wo kommen wir her? Hier. Nehme ich den Schwung jetzt, versuche ich den Schwung hier mitzunehmen jetzt. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Happy. So, jetzt muss ich zurück zum Posten. Dann habe ich das Ding auch erledigt. Wenn mir das jetzt egal ist. Machen wir ja eh noch und dann machen wir nochmal einen Racer. Das ist ja die letzte schon diese Vollwoche. An alle Einheit verfolgt verdächtigen Code 1054. Alle Officers in der Nähe bitte melden. So. So, rein damit. Sichern. Sehr gut, haben wir das auch erledigt. Rang erhöht. Und dann haben wir das neue Auto. Schau. Die Dodge war bei ZT immer gekriegt. Chaos wird mit mir sein. So. Ist das alles immer selber? Die Straßen werden wieder. Ich werde mitten unter ihnen fahren. Nimm mal das Ding hier. Das kriegen wir hin. So. Mache ich jetzt sofort. Moment. So, was haben wir denn als erstes an Gott? Ein Hot Pursuit mit seinem Wahn auf Gold. Machen wir das doch mal. So, ja. Auf Zentrale sehe den Ziel 1044 mit hoher Geschwindigkeit entlang Eastwood Rise. Gebe Licht. Vier Racer sollen wir verhaften. Verstanden. Alle 1044er verhaften, bevor das Rennen endet.
Sektor bestätigter Treffer am 1044. Achtung, Racer macht keine Anstalten zu stoppen und beschädigt Polizeifahrzeuge. Den ersten haben wir schon mal. Code 3, Verdächtiger verhaftet. Ich wiederhole, Verdächtiger verhaftet. Wir haben ihn. Haben verstanden. Alle östlichen C44. Ja, ich hab diesen scheiß Baum noch mitgenommen. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Versuche, Racer anzuhalten. Die zweite. Verhaftung festgehalten und im System. Wir haben ihn. Verdächtigen festgenommen. Gute Arbeit. Verfolgung restlicher Ziele in eurem Gebiet fortsetzen. Achtung. Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheit zur Unterstützung leisten. Attackiere Racer. Verdächtigen wiedergefunden. Versuch ihn einzufangen. Verdächtiger wieder in Sicht. Bin auf Code 3. Control, ich werfe Nagelwände auf die Straße, um den Kerl abzubrechen. Mein Motor ist aus, habe keinen Antrieb mehr. Aufpassen, Verdächtige wollen unsere Wagen beschädigen. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Okay, das war halt nicht. Scheiße! Ah, geh doch in die Wand da, da. Officer meldet sich Kontakt zu Racer. Ja, vergiss es. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Na, vielleicht der erste noch. Oh Mann! Da ja, der ist eh weg, der eine. Ah, das ist doch klar. Das war's. Der ist im Ziel. Jetzt wird schön entkommen. Scheiße. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Patrouilliere auf Riverside Drive. Fahren. Ich muss das Ding noch Gold machen. Schnelle Bewegungen in der Nähe. Fahre hin und sehe mir das Ziel an.
Ein Auto hat mir gefehlt. Aber den habe ich ja selber zu schreiben. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Ich mache jetzt mal die Punkte hier zu. Es fehlt halt noch, wie gesagt, das goldene Ding, ja. Technologie, die muss ich hier nochmal wechseln. Ich setze die Nägel mal runter. So. Garage verlassen. Ich muss ja noch eine Visite fahren. Ich muss auch irgendwo, ich hab einen. Hier oben. Aber ich guck mal gerade, ob ich noch gleich. Ja, keine Verhaftung mehr. Den kriege ich noch hin. Komm. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den. Drei solche Verhaftungen. Nicht vier, sondern drei. Genau, in dem Moment ist alles scheiß Bodenbildung. Und jetzt sind wir, die Jungs sind kommen, ich hab kein. Ah, ich krieg. Nein, das ist nicht wahr, der hatte nichts mehr. Der hatte nichts mehr, der Junge. Oh, wie knapp das war. Ich hatte doch fast mitgenommen. Ja, flieg doch ein paar Mal in die Wand. Das ist kein.
denn heute los, ey? Das ist doch wieder so einer. Nimm deine Scheißmühle da weg. Mann, was ist denn heute los mit mir? Bei mir ist halt nochmal. Verdächtige fahren Rennen entlang Driftwood Heights. Verfolgung läuft. 10-4. Alle Verdächtigen verhaften, bevor das Rennen zu Ende ist. Aber einen verdächtigen Racer auf dem MDC, Standby Zentrale. Controller, bitte Straßensperre und Verdächtigen zu stoppen. Alle Verfolger, Achtung, Streifeneinheiten blockieren die Straße. Straßensperre gescheitert, Verdächtiger ist durchgeraten. Volltreffer, er hat uns getroffen. Verdächtiger touchiert. Kontrollverdächtiger getroffen, jetzt hat er es endlich gemerkt. Dann ein Scheiß auf Benette. 10-44 fährt aggressiv. Mein Wagen ist beschädigt, aber ich bin noch hinter ihm. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Ich meine, das ist eh nur noch der eine. Verdächtiger durch Straßensperre gefahren. Du hast echt Glück gehabt, dass ich den nicht erwischt habe. Control, Verdächtiger versucht sich abzusetzen. Bin noch dran. Ja, der kommt da durch und ich treffe die Scheiße mit Wärme. Zentrale Ziel weicht ständig aus, fordere Straßensperre an. Achtung, wir keilen den Verdächtigen ein. Position der Straßensperre. Gelb, scharf, Gold. Perfekt, das war's. Gut, ist da vorne direkt die Polizeiwache. Oder die Kommunezentrale. Und die Post, wie auch immer. Und damit haben wir das Ding erledigt. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir das auch erledigt. Rangel, neue Verfahrenstechnologie, neues Auto. So, Lamborghini. Die mir nach. Ja, doch. Kapitel Nummer 4, VRT angefordert. Da sind wir durch mit Kapitel 3.
Das Justizministerium wurde eingeschaltet, um die sogenannte Einschüchterungskultur unter den Polizeikräften von Redview County zu untersuchen. In dem von dem Skandal betroffenen Revier leisten alle Officer nur eingeschränkt Dienst, solange die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. In der Zwischenzeit wurde das Vehicle Response Team des FBI, die beste Eingreiftruppe des ganzen Landes, mit der Aufgabe betraut, die Straßen zu sichern. Ich bin nicht du. Ich bin der Dreck unter deinen Nägeln. Die Sünde, die du niemals beichtest. Wir sollen die Öffentlichkeit verteidigen. Unter Einsatz jeglicher Gewalt. Man benutzt Begriffe wie notwendige Gewalt, um davon abzulenken, dass wir geschickt werden, um Leute um die Ecke zu bringen, die dasselbe mit ihnen tun würden. Sie alle wissen, dass sie uns brauchen. Denn jeder will Sicherheit. Aber nur wenige wollen den Preis akzeptieren. Unsere Hände gebunden. So, Enforcer. Unser Stolz. Zum Zusehen, verdammt. Dann nehmen wir das hier, die Streife. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir wechseln dann nämlich zur Racer-Karriere und dann machen wir hier. Und dann machen wir weiter. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.